Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute ist Wiederholung. Wiederholung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Wie heißt es schön? Wiederholung schafft Wirklichkeit. Und ich bin immer wieder geschockt, wie viele Leute sagen, naja, das habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gelesen, das brauche ich nicht mehr. Auf dem Seminar war ich auch schon mal, das brauche ich nicht mehr. Das finde ich ein absolut riesiger Blödsinn. Natürlich brauchen wir es immer wieder, denn wir können niemals beim ersten Mal schon 100% aufnehmen. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Trugschluss. Darum wiederholen Sie die Dinge immer wieder. Wenn Sie richtig Erfolg haben möchten, ist es sehr, sehr entscheidend, dass Sie hier wirklich eisern, mit eiserner Disziplin dahinter gehen, immer wiederholen. Ich mache das auch mit Büchern, ich mache das mit Hörbüchern. Ich höre die manchmal 20 Mal hintereinander und ich kann Ihnen eines sagen, jedes Mal höre ich ganz andere Sachen, wo ich mich echt frage, mein Gott, das war doch vorher noch gar nicht, weil ich einfach niemals 100% aufnehmen kann. Genauso besuche ich auch tolle Seminare immer wieder und das kann ich Ihnen auch nur sehr ans Herz legen, weil der Referent wird es immer anders machen, es ist immer eine andere Gruppe da und Sie bekommen auch so viel, viel mehr Input. Und wenn Sie wirklich, wenn es Ihr absoluter Ernst ist, zum großen Erfolg zu gelangen, dann ist es eine absolute Pflicht. Ja, hier habe ich einen wunderschönen Ausspruch geprägt. Seminare, Seminare, von der Wiege bis zur Bahre. Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Denn durch diese permanente Wiederholung wird es ganz einfach. Schauen Sie doch mal einen Sportler an. Wie oft wiederholt er alles, dass er überhaupt zum Erfolg kommen kann? Das ist ja unglaublich, wie viele Wiederholungssessions sich so ein Sportler einfach geben muss, dass er vorankommt, um irgendwann dann auf dem Podest zu stehen. Immer und immer wieder wird das Gleiche geübt. Siehe auch Fußball. Wie viele Tage, Wochen, Monate wird da getrainiert und nochmal trainiert und nochmal trainiert, damit man es möglichst im Griff hat. Und nur Otto Normalbürger ist einfach der Meinung, einmal geübt reicht für ewige Zeiten. Das ist ein absoluter Schwachsinn, das ist ein riesengroßer Blödsinn. Auch Erfolg, Sie können nur dann erfolgreich sein, wenn Sie immer, immer trainieren und das heißt wiederholen. In diesem Sinne, alles Liebe, tschüss, Ernst Krameri.